Willkommen bei Fashion Taxi. Heute im schönen Schweizerland gibt es jemanden da draußen, der meine Hilfe braucht. Darum, let's go! Take my breath and make it last forever. Take my breath. Heute braucht Chiara meine Hilfe. Sie ist eine junge Frau, 18 Jahre alt, aus dem Kanton Zürich, und sie möchte gerne eine große Umstyling. Schauen wir mal, was sie sich wünscht. Hallo Christa, ich bin Chiara, ich bin 18. Ich komme von Zürich und bin als Berufsfachfrau Gesundheit bei der Spitex im dritten Lehrjahr. Ich finde mich wirklich langweilig. Also meine Haare sehen so normal aus. Meine Kleider, ich weiss nicht, wie ich mich richtig anlegen soll. Und auch allgemein, ich weiss nicht, wie ich mich schminken kann. Deswegen, Christa, hilf mir. Ich brauche dringend deine Hilfe. Ich helfe dir, liebe Chiara, auf jeden Fall. Ich komme schnell zu dir. Ich freue mich sehr. Ich komme bei Fashion Taxi. Bist du bereit? Ich bin bereit. Freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Bitte schön. Voilà. Guten Morgen. Voilà. Chiara, du bist 18, du bist jung. Was machst du im Leben? Ich bin ein Mensch, ich bin so gerne unterwegs. Ich mache sehr viele Ausflüge. Ich gehe gerne in den Ausgang. Mhm. Ich bin gerne mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Und auch mit der Familie natürlich. Das ist mega schön, ja. Ich spüre, du bist eine Powerfrau, ja, eine junge Frau natürlich. Du bist Single. Single, ja. Sehr gut. Ja. Du bist noch jung. Ja, genau. Oder? Ich habe noch Zeit, ja, genau. Zum Genieß das Leben, würde ich sagen, oder? Was ist dein Traumjob? Also ich möchte gerne wirklich weitermachen in der Pflege. Ich gehe zu den Kunden ja heim. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dort reingehe, weiss ich nicht, was mich erwartet. Ja. Ich weiss nicht, was auf mich zukommt. Und das ist eben das Spannende. Ja, dass man mit den Patienten und mit den Kunden Zeit verbringen kann. Immer mit Menschen, ja, den Kontakt, das ist mega schön. Ich spüre diese, ja, Leidenschaft. Ja. Ja. Ich spüre auch, du bist sehr sportlich, habe ich das Gefühl. Ich mache Flamenco. Oh, hola, chica. Ja, das ist wirklich schön. Das ist eine sehr schöne Tanzart, ja, mit viel Power und auch extrem viel Elan. Mit Kapuzenpulli und so, ist das, genau, dein Modebewusstsein? Also ich habe mega Schwierigkeiten damit, mich so anzulegen, dass ich mich wohlfühle, aber dass ich auch, ja, dass es auch passt für mich. Also ich möchte gerne im Mittelpunkt sein, ich bin gerne im Mittelpunkt, ja, aber ich weiß nicht wie. Dann bist du am richtigen Ort bei, ja, Fashion Taxi. Was hast du vor heute Abend? Ich gehe in ein Musical. Dirty Dancing Musical mit meiner Nonna. Oh, das, ja, ist aber schön. Das ist sehr schön. Mit Grossmami. Genau. Sie ist auch eine leidenschaftliche Tänzerin. Also ich habe das von ihr geerbt. Weiss sie, dass du mitgemacht hast bei Fashion Taxi? Ja. Und was hat sie dir gesagt? Sie hat gesagt, dass sie gerne dabei wäre. Und gesagt, ich bin langweilig. Oh no. Meiner Meinung nach, du bist alles andere als langweilig. Das nicht. Chiara, willkommen im Glattzentrum. Sehr schön. Anna, unsere Stylistin ist drin, sie wartet auf uns. Sehr. Unsere Lieblingsstylistin. Guten Morgen. Guten Morgen. Benvenuto. Ciao, Anna. Ciao. Come stai? Bene. Bene, questa è Chiara. Hallo. Chiara, freut mich. Ich bin Anna. Hoi, guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen. Meine Lieblingsstylistin Anna hat im Voraus bereits die Maske bekommen und hat für Chiara schon einmal drei Vorschläge zusammengestellt. Oh, wow! So schön! Du gehst ja in ein Musical. Genau. Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Das war ein bisschen meine Inspiration. Also der erste Look wäre so ein frech, weil der ist bauchfrei. Das heisst, das Hemd, das du dann trägst, machen wir einen Knopf rein. Mhm. Die Frage ist, ob das deine Großmutter lässig findet, mhm, oder nicht. Oder ob das zu much ist. Mhm. Sehr frech, ja. Der sehr zweite gut. Look ist natürlich ein bisschen schlichter. Hose, die etwas länger ist. Ein Streifenshirt mit den Converse-Sneakers, so einen dicken Absatz. Sehr gut. Und dann hast du ein Glitzerkleid.
Ja, wenn wir gerade mit dem ersten Look anfangen. Sehr gerne. Magst du? Ich freue mich, ich warte auf dich. Sie selber ist eine Tänzerin. Ah, so Flamenco. Ah, Flamenco. Sí, Flamenco-Tänzerin. Hola, hola. Hola, hola. Chiara? Jawohl, du kannst es rein oder ich komme raus. Ich würde sagen, komm raus. Sehr schöne Farbe von der Hose. Das gefällt mir sehr gut. So gut. Es geht in die richtige Richtung. Man fällt auf, man sieht sexy aus auch. Aber ich meine, mehr so ein bisschen farblich würde ich gerne auffallen. Und jetzt ist aber die Idee, dass wenn du bauchfrei machen willst, dass jetzt aber das Hemd brüllen ist. So cool. Mega, es sieht sehr schön aus. So lässig. Zeigst du so ein bisschen Bauch, aber nicht zu viel. Wow. Ja, das passt besser zu Dirty Dancing. Und schau mal, was für eine Figur. Mama mia. Ich muss ehrlich sein, ich ziehe sehr selten kurze Hosen an, weil ich so ein mit meinen Beinen ein Problem habe. Aber sonst sehr schön. Zuerst so ein bisschen, ich muss mich daran gewöhnen, aber schlussendlich gefällt es mir sehr gut. Chiara, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Gut, dann komm zu uns. Oh. Ich habe es perfekt gefunden, von der Hose her. Ich habe mich wohl gefühlt, also wohler gefühlt auf jeden Fall. Und vom Oberteil habe ich sehr gerne bauchfrei, weil es dann doch auch einen Pep hat. Ja, auch die Ohrringe gefallen mir sehr gut. Hätte es jetzt noch etwas Farbiges als Oberteil, hätte ich es jetzt noch besser gefunden. Chiara, bist du bereit? Ich bin gespannt, jetzt kommen die Glitzer. Oh! Ich habe mich noch nie getraut, so etwas anzulegen. Wow, mega, oh mein Gott! Ich fühle mich wirklich wohl. Hätte ich nicht gedacht, weil es dann doch kurz ist. Die Farbe ist sehr cool. Ja, apropos Farbe, Anna hat natürlich zwei verschiedene Farben ausgesucht. Es ist genau dasselbe Kleid, oder? Genau das gleiche. Ich habe ja gesagt, dass ich Grün nicht so gerne habe. Dann dachte ich, doch, heute probiere ich es aus, wenn ich schon da bin. Und jetzt muss ich wirklich sagen, gefällt mir Grün am besten. Wow, so schön. Bin ich jetzt irgendwie 5-6 Jahre älter geworden das erste Mal. Aber ich finde es mega. Also, aber es hat so gerade sich an meine Kurve angepasst. Und das hat es gerade natürlich für mich mega schön gemacht. Also das grüne Kleid könntest du natürlich auch mit den Converse-Turnschuhen anziehen und mit der Lederjacke. Wow, das gibt gerade nochmal so einen Kick, ja. Es ist eigentlich der Moment der Entscheidung. Also ich möchte auf jeden Fall gerne beide zeigen. Aha, gut, dann sind wir gespannt. Ja. Hallo zusammen. Hallo. Alles gut? Ja, alles gut. Das Thema ist Dirty Dancing. Dirty Dancing. Jetzt, was hast du dir gedacht, welche Look würde zu diesem Outfit passen? Ich würde behaupten, es würde jetzt so schwarze Haare, so lange schwarze Haare zu dem Look sehr gut passen. Und wie ist es? Du hast gesagt, lange Haare. Das heisst, Länge muss so bleiben. Ja, ja. Also, es kann auch, man darf auch mir gerne Haare abschneiden. Mhm. Das ist okay, solange es nicht zu lang ist. Ja. Aber die Länge, die ich jetzt habe, gefällt mir am besten. Okay. Und Make-up, wie ist es? Du bist natürlich also sehr natürlich unterwegs. Mhm. Ja, Make-up habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, gross etwas zu machen, weil ich nicht weiss, wie es genau funktioniert. Also, ich brauche ein paar Tipps. Ja. Kann man heute ein bisschen übertreiben? Ich würde schon sagen, doch. Also ich fände es schön, nicht mehr übertreiben. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Unsere Stylisten vom Valentino Styling Club, Jeremy und Stefanie, kümmern sich heute um die Haare und das Make-up. Sie ist mutig, sie ist bereit, sie ist offen. Gute Arbeit, eh? Viel Spaß, ich komme. Yeah! Macht dir nicht zu fest Sorgen.
Kurz ist ein grosser Begriff, aber ja, es wird kürzer. Ui. Also es wird auf jeden Fall eine Überwindung und ich brauche Mut. Also ich muss wirklich sagen, es wird spannend. Meine Vision für Chiara war, dir einen modernen Schnitt zu geben, den sie trotzdem reif wirken lässt, aber nicht älter macht. Wir haben angefangen damit, dass wir mal ein Stück abgeschnitten haben. Dann haben wir eine Strähnentechnik verwendet, die eigentlich fast bis an den Ansatz geht, aber trotzdem noch recht viel Naturansatz dabei hat, dass es trotzdem beim Auswachsen nicht kantig wird. Jetzt sind wir es am Eintönen, dass es ein schönes Blond wird. Danach wird es geschnitten zu einem Longbob mit Curtain Bangs dazu. Es braucht alles seine Zeit, vor allem wenn man mit Blondierung schafft. Chiara, auf dich, auf das große Umstyling vom Fashion Taxi, oder? Salute! Meine Vision ist, dass sie sieht, wie schön sie aussieht. Also bei Chiara, mein Fokus ist ihre Haut, die Unreinheiten ein bisschen zu minimieren, dass wir das Foundation Base besser auf die Haut können schaffen. Das kann man sehr gut neutralisieren, indem ich die grüne Farbpalette benutze. Es kann ein Concealer sein, ein Camouflage sein. Und dann werde ich in Foundation schaffen, dass die Haut ebenmäßig aussieht nachher. Oh la la! Was für eine Umstyling! Wie läuft das bei euch? Jetzt müssen wir nur noch das Outfit anziehen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du kannst in die Garderobe gehen und wir freuen uns auf dich. Ich mich auch. Chiara, bist du bereit? Der große Moment. Wow. Die neue Chiara. Oh, wer bist denn du? Ich sage nur, wow. Ich denke, es ist der Moment gekommen. Okay, ich freue mich. Bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Ja oder nein? Ja, ich bin bereit. Gut. Oh mein Gott. Was? Ui, nein. Oh mein Gott. Wow. Die Haare, so kurz. Ui. Die neue Chiara. Gefällt es dir? Ja, es gefällt mir. Yeah! Ziel erreicht. Bravo, bravo, bravo. Ich bin so stolz auf dich. Du warst so offen, so mutig. Im Bereich Mode hat sich Chiara mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein gewünscht. Sie möchte einfach richtig auffallen. Die Wahl war ein wunderschönes Glamour-Kleid mit Sneaker. Bei den Haaren hat sich Chiara auch eine große Veränderung gewünscht. Long Bob mit Curtain Bangs, ein sandiger Blondton, jugendlich und frisch. Im Bereich Make-up, Peeling, Feuchtigkeit und natürlich auch ganz wichtig, das Gesicht und die Grundierung. Eine wunderbare Color Corrector, damit die Unreinheiten abgedeckt sind. Also wirklich, ich bin überwältigt. Ich bin wirklich überwältigt. Ich habe irgendwie so von den Emotionen her meine Tränen weggeben, aber irgendwie wollte ich auch brüllen. Und dann fand ich, nein, es ist so etwas Schönes. Ich habe mich so gefreut und es sieht mega gut aus. Also ich bin mega zufrieden. Hätte ich mich selber persönlich nie getraut, sage meiner Coiffeurin, schneid mal ein bisschen kürzer. Aber so, wenn es jetzt sicher gibt, ist es perfekt für mich. Eine neue Chiara. Ja, ich habe es gesagt. Meine Große ist mein Vorbild. Ich möchte genau wie sie. Dann würde ich sagen, ich rufe den Anzuelli, oder? Ja. Wer ist schon bereit? Heute Abend viel Spaß. Ich habe mich sehr gefreut. Wow, was für eine großartige Umstyling-Show. Ganz viele Emotionen, Tränen, Freudetränen. Das ist Fashion Taxi.
Fashion Taxi wurde präsentiert von Eve. Genieß, was kommt. Glatt. Das beliebteste Einkaufszentrum der Schweiz mit über 100 Geschäften. Der Moment, wo du merkst, es ist mehr als ein Abenteuer. Findet euch mit Parship.